In Tokio kannte ich eben nur diese Kreuzung in Shibuya. Dachte mir, gut, alles klar, dann gehen wir da mal hin und gucken uns das mal live an. Das hier ist die weltberühmte Shibuya-Kreuzung. Hier wird eigentlich auch mal ein bisschen die Einwohnerzahl von Tokio recht deutlich. Wenn hier es gleich grün wird, wechseln die von allen Seiten die Straßenseite und sind gleichzeitig bei einer grünen Phase tausende von Menschen unterwegs. Was hast du hier vor? Ja, pass auf. Es sind so viele Leute hier und es wäre ja verschenkt, ne? Wenn man da nicht irgendwas draus machen würde. Da habe ich mir dann an der Shibuya-Kreuzung einen Traum erfüllt, den ich schon lange hatte. Was soll das denn? Wie, was soll das denn? Erkennst du das nicht, oder? Blumen Group. Blumen Group, du Banause! Ich bin William Wallace aus Braveheart. Guck mal, du hast hier eine Armee und du hast auf der anderen Seite eine Armee, die dann bei Grün aufeinander zurennen. Das ist doch perfekt. Die Schlacht von Stirling sollte ein zweites Mal passieren. In Tokio. Schottlands. Ich bin William Wallace und ich sehe eine ganze Armee meiner Landsleute, die bereit sind, sich der feigen Tyrannei zu widersetzen. Ihr seid als freie Männer gekommen, um zu kämpfen. Und ihr seid alle freie Männer. Sie mögen uns unser Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Also in so viele ahnungslose Gesichter habe ich noch nie geschaut. Es war nicht ganz so monumental, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war eher so ein bisschen peinlich. Also hat mir das Team gesagt, dass es peinlich war. Ja, ich habe mich auch geschämt, muss ich sagen. Aber trotzdem, jetzt habe ich das mal, den Haken habe ich auf der Lebensliste. Ich habe mir an diesem Tag einen Traum erfüllt. Und das kann mir niemand mehr nehmen. Das ist hier drin und hier drin.